Was passiert hier? Was ist eigentlich das populärste Streaming-Format auf der App TikTok? Das musst du dir mal reinziehen, in was für einer Welt wir leben, dass bei sowas 8000 Leute gucken, von 10 bis 19 Jahre, also alle in der Entwicklungsphase noch so. Wie soll die Zukunft aussehen, wenn die Jugend sich gerade so einen Scheiß reinzieht? Fragt euch das mal. Das ist so, wie wenn du dein Gehirn einfach in eine Fritteuse reinpackst. So einen Effekt hat es auf die Kids. Gang, 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 gang. Mmm, that was good coconut. Gang, 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 gang. Wer hätte gedacht, dass wir mal in so einer Welt sind? Sagt, wir sind out of control, Sommernacht heute am Block und wir hasseln uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus von mir und vom ganzen Stream. Ihr seht's oben in der Ecke. Herzen sind am Start. Und zwar gehen wir in ein Video jetzt rein, welches heißt einfach nur ganz einfach, was passiert hier? Fragezeichen. Und zwar geht's, glaube ich, um das Thema Social Media und TikTok. Wir haben gerade im Chat ein bisschen drüber geredet, wie wichtig es ist, dass man nicht zu viel Zeit auf diesen ganzen Social Media Plattformen verbringt, sondern den Großteil des Tages in sich selbst rein investiert, in seinen Traum rein investiert, in seine Vision, um sich besser kennenzulernen und einfach mit sich selbst zu verbringen oder mit Familie, auf jeden Fall im echten Leben stattfinden. Den Großteil der Zeit vom Tag ist extrem wichtig, weil ich glaube, es gibt sehr viele Leute, die den Großteil vom Tag damit verbringen, sich irgendwas reinzuziehen und die ganze Zeit sich berieseln zu lassen mit irgendeiner Scheiße. Und das kann nicht gut sein für Menschen. Und deswegen kommt zurück ins Real Life, meine lieben Freunde. Geht in die Natur, quatscht mit euren Eltern, macht irgendwas, was euch wirklich was bringt und was echtes Leben ist. Und verrennt euch nicht in dieser ganzen Social-Media-Scheiße. Ich weiß, es kann reizvoll sein, aber es wird euch langfristig nicht gut tun. Deswegen gucken wir uns jetzt mal das Video an. Gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben da lassen, ein Kommentärchen schreiben und den Kanal natürlich abonnieren. Und abonniert mich auch auf Rumble, da kommen die Videos online, die auf YouTube zensiert werden. Das sind aktuell leider einige. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr mich auf Rumble supportet, wenn ihr auf Twitch vorbeikommt, vielleicht mal einen Sub da lasst oder so. Weil aktuell auf YouTube echt schwierig. Aber egal, wir ziehen weiter durch. Das wird schon alles wieder gut werden. Ich küsse eure Zirbeldrüse. Ich würde sagen, wir gehen rein und los. Was ist eigentlich das populärste Streaming-Format auf der App TikTok, dessen Userbase zu 25% 10 bis 19 Jahre alt ist? Pumpkin Yum! Das ist spicy. Digga. 8000 Leute fast gucken dazu. 8000 Leute. Das musst du dir mal reinziehen, in was für einer Welt wir leben. Dass bei sowas 8000 Leute gucken. Von 10 bis 19 Jahre. Also alle in der Entwicklungsphase noch so. Bro. Wie soll die Zukunft aussehen, wenn die Jugend sich gerade so einen Scheiß reinzieht? Fragt euch das mal. Das fried dein Gehirn. Das ist so, wie wenn du dein Gehirn einfach in eine Fritteuse reinpackst. So einen Effekt hat es auf die Kids. Thank you, who? Thank you, bro. Mm, ice cream, so good. Yeah, strong woman. Gang, 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 gang. Bruder, das ist so, als ob die, das, bro, bro, bro. Das ist so, als ob die von Dämonen besessen sind, Digga. Gang, gang. Mm, that was good. Coconut. Gang, gang. Gang, gang. Grass. Mm. Ice cream, so good. Gang, gang. Ich werde meine Gedanken gleich ausformulieren, aber eines sei gesagt. Das ist nicht gut. Das ist... Das muss doch jeder Mensch, der ein bisschen, also der zwei Augen im Kopf hat, so, der muss doch sehen und der noch so ein Gefühl hat, ein bisschen so wenigstens. Der muss doch fühlen, Digga, dass das nicht gut ist, Bro. Wenn ich ein Kind hätte und ich würde mein Kind dabei sehen, wie die sich so eine Scheiße reinzieht oder er sich so eine Scheiße reinzieht, ne? Boah, Digga, dann wird's direkt erstmal, boah, Bro. Also, wo sind die Eltern, frage ich mich auch. Weißt du, wie ich meine? Gar nicht gut. I'm hungry. Digga,
Digga. Ja. Ja. Das ist der Vibe, oder was gerade? Mm. You're getting smelly. Hallo. Freunde. Ey, das ist der Grund, warum ich von Anfang an gefühlt habe bei TikTok. Bro, finde da einfach nicht statt. Mach's nicht. Ich hab's nie gefühlt, auf dieser App stattzufinden, ne? Von Anfang an habe ich so ein inneres Gefühl gehabt, so, ey, Bro, mach da nicht mit. Das ist nicht gut. Willkommen zu Clownies. Ein gefährlicher Trend ist auch immer ein Spiegel unserer Gesellschaftswelt. TikTok, falls ihr es nicht wusstet, ist eine unglaublich erfolgreiche chinesische Plattform und App mit weltweit über 3 Milliarden Downloads und liefert immer wieder beeindruckende Beiträge zum Gedeihen unserer Gesellschaft. Wenn man Trends... Beeindruckende Beiträge zum Gedeihen unserer Gesellschaft. Ah, jo, Bro. Das Kranke ist, ja? Das Kranke bei der Sache ist ja, dass TikTok in China, da wo es erfunden wurde... ganz anders aussieht, ne? Das ist auch so, da kann man auch die Schwurbler-Vibes ein bisschen auspacken und sich fragen, ob das eventuell bewusst so ist. Weil in China sieht TikTok ganz anders aus. Da hast du so eine Trends nicht. Hast du nicht. Da werden teilweise Sachen einfach geflaggt und verboten und gelöscht und so, die in so eine Richtung reingehen, weißt du? Da gibt es eine Zeitsperre, dass du ab einem gewissen Zeitpunkt kein TikTok mehr gucken kannst und so. Das ist schon crazy. Why? Den Konsum von Waschmittelkapseln durch junge Menschen in Form der Tide Pod Challenge als Beitrag was? Gedeihen unserer Gesellschaft ansehen will. Doch das, was wir uns heute ansehen werden, ist in meinen Augen weitaus schädlicher für die bis zu 25% unter 18 Jahren alte Userbase. Yum. Bruder. Zunächst einmal allgemein, die App limitiert die Länge ihrer Beiträge auf maximal 3 Minuten und verfügt über einen so suchterzeugenden Algorithmus, dass gerade junge Menschen ohne Selbstkontrolle geradezu wehrlos in diese fiktive Welt hineingezogen werden, die sich durch ihre ständige Affektivität, die immer kürzer werdende Aufmerksamkeitsspanne der dopaminstoßsüchtigen jungen Generation zunutze macht. Wobei dieser Trend der sinkenden Aufmerksamkeitsspanne nicht nur die Generation Z betrifft. Dies ist ein generationenübergreifendes Phänomen. Ja klar, Alter, wenn du dir nur lang genug sowas reinziehst, also wenn du nur lang genug auf diesen paar Sekunden-Vibes unterwegs bist so und am Swipen bist, ne, dann hat das direkt einen Effekt auf dich. Das merkt man doch auch. Zum Beispiel ich versuche mich immer mehr von Entertainment, Unterhaltung und von diesen ganzen Sachen, Nachrichten und so fernzuhalten, weißt du? Im Privatleben vor allen Dingen. Natürlich hier im Stream ziehe ich mir viel rein, aber im Privatleben merke ich das auch. Wenn du dir viel dummen Scheiß reinziehst oder Dinge, die dich nicht wirklich weiterbringen, sondern einfach, um dich irgendwie unterhalten zu fühlen, dann ist es, wenn du damit aufhörst, fühlt sich das erstmal so komisch an. So, hä, mir fehlt irgendwas. Und da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, weißt du? Und umso mehr du so am Start bist, umso heftigeren Effekt wird es auf dich haben und umso komischer wirst du dich fühlen, wenn du das lässt. Das ist wie eine Droge. Was in meinen Augen eng mit Social Media Plattformen und ihrem Dopaminsucht erzeugenden Design zusammenhängt. Eine Aufregung, ein Reiz muss immer den nächsten jagen. Um die Leute an den Bildschirm zu binden, das ist doch klar, ein Like muss blinken und einen Ton erzeugen. Naja, das ist so dieses Gambling. Diese Gambling-Vibes gibt es so ein bisschen, weißt du? Bing, 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 tak, 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 oh geil. WhatsApp-Ton, bing, oh shit, boom, 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 da kommt was, das... alles dafür da, um dich von dir selbst abzulenken. Ein Hundeklicker, der zur Belohnung... Ich wollte dazu mal ganz kurz was einblenden hier. Guckt euch das an, Freunde. Das ist die Zukunft, Digi. Guck mal. Das sind kleine Kinder, Alter. Ich weiß nicht. Also man kann natürlich sagen, ist das echt, ist das nicht echt, aber vielleicht machen die irgendwas anderes, aber es sind kleine Kinder, weißt du, wie ich meine? Wie willst du denen jetzt sagen, was die im Schlaf tun sollen, damit das so, weißt du, wie ich meine, damit du das faken kannst, so. Die sind ja heutzutage schon mit, wie viele Jahren sind die denn schon am Handy unterwegs? Ich sehe teilweise so richtig kleine, fast Babys noch, die schon irgendwo am iPad oder so am Rumswipen sind, weißt du?
einer sagt, ich glaube, das ist fake. Bro, aber das ist sowas ist real, Digga. Ich hab sowas schon selber gesehen, dass so eine kleinen Kinder am Handy rumswipen. So, das ist krank. Und diese Brillen gibt's auch schon. Und dass die immer krasser werden, kann ich mir auch gut vorstellen. Ich wollte es nur mal einblenden, so als... Also hat gut zum Thema reingepasst, weißt du? Ich glaube, unsere Generation, die Generation, die gerade heranwächst, auch so, das ist... Die sind extrem süchtig nach diesen ganzen Sachen. So, weil die natürlich auch einen riesen Suchtfaktor haben. Wenn ich mir vorstelle, guck mal, damals, wo die ersten Konsolen dann rauskamen und so, da war das noch nicht so attraktiv. Weißt du, das war noch nicht so schnell, wenn du ins Internet reingehen wolltest, konntest du währenddessen nicht telefonieren. Das hat 10 Stunden gedauert, bis du irgendwas runtergeladen hast. Modem und Seitenladen, Browser und so, war extrem langsam. Das hat noch nicht diesen Reiz gehabt, so. Aber ich bin mir fast sicher, dass wenn das schon so aktiv gewesen wäre und so krass gewesen wäre zu meiner Zeit, dann wären wir auch richtig in diese Welt reingegangen, weißt du? Gehorsam konditioniert, denn Screentime ist Geld, egal was es mit uns macht. Und ja, guck, da, sowas ziehen sich die Kids rein. Weißt du, wie ich meine? Es mag ein Zeichen von Alter sein, Trends von jungen Menschen, zu denen ich mich eigentlich auch noch zähle, nicht nachvollziehen zu können. Zu fremdeln mit... Nein, Bro, das hat nichts mit Alter zu tun. Das ist einfach... Was soll das für ein Trend sein? So wie ein Affe da rumzuspringen und irgendwelche Halblaute zu machen, so. Was ist denn das, was... Wie jetzt? So eine Trends haben wir damals nicht gehabt, oder? ...und Memes, die in meinen Augen nicht den Humor, sondern mehr die Orientierungs- und Identitätslosigkeit und auch den Nihilismus der Generation Z offenbaren, als humoristisch zu unterhalten. Worüber soll man denn auch lachen in einer Welt, in der es nichts mehr gibt, über das man lachen darf, ohne Gefühle zu verletzen? Doch glaube ich, dass ich mit jedem Jahr, dass ich älter werde, auch besser erkennen kann, was schadet oder besser, was in diesem Fall Gehirne regelrecht zum Schmelzen bringt. Eines dieser Beispiele sehen wir uns nämlich heute an. I'm hungry. Geig. Zocke, yum. Zunächst, auf TikTok kann man... Nee, Bro. Unsere Trends waren anders, definitiv. Bei uns war ein Trend, dass man die, wisst ihr noch, Crisscross, dass man die Hose andersrum trägt, so. Ja, kann man jetzt auch sagen, ist affig, bisschen lächerlich und so, aber das ist auf jeden Fall nicht, hat nicht dieses Level. Livestreamen und als Zuschauer den Streamern kleine finanzielle Geschenke zukommen lassen, für die man vorher natürlich Geld... King sagt, mit 14 bis 16 waren wir draußen Weiber klären. ausgegeben hat, ob es ein Geschenk ist, eine Rose, eine Hantel, ein Eis oder was euch sonst so an infantilen Bildchen in den Sinn kommt. Anstatt sich für diese Spenden zu bedanken und zurück zum Content zu kommen, hat sich eine Form des Streamens entwickelt, bei der die Geste des Dankes für das Geschenk der gesamte Content, also Inhalt des Streams ist. Gang, 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 gang. Mmm, that was good. Coconut, gang, gang. Gang, gang, grass. Mm, ice cream, so good. Dieser Trend nennt sich NPC Streaming. Ein NPC, aus der Gaming-Sprache übernommen, No-Player-Character, zeichnet sich dadurch aus, immer wieder dieselben Sätze und Phrasen, die ihm einprogrammiert. NPCs, Digga. Da kenne ich einige von heutzutage. Gleich. Jetzt haben die das zum Trend gemacht auch noch, oder was? Geil. Feier ich, Digga. Ähnlich wie die anderen NPCs im Spiel zu wiederholen, mit einer repetitiven und aufs Wort immer gleich anmutenden Aussprache und repetitiver dazugehörender Bewegung. Es wirkt programmiert, was daran liegt, dass es im Falle des NPCs im Spiel natürlich auch so ist. Doch nun entscheiden sich vornehmlich junge Frauen, aber auch nicht weniger betroffen machende männliche Beispiele dazu, sich eben wie ein NPC zu verhalten und jetzt gehen die richtig rein in die Matrix oder was, Bro? Ein gedanken- und willenloser Roboter immer gleich denselben Satz zur jeweiligen Art der Spende zu wiederholen. Nein. I'm hungry. Nein, Digga. You're tainted yucky. I'm a marshmallow. Crunchy corn, yum! Kitty paws. 7,3000 Leute ziehen sich das da gerade rein, so. Bro, mir geht nach 5 Sekunden geht mein Gehirn schon, fängt schon an, so ein bisschen zu schmelzen. Ob es das Eis ist mit einem Ice Cream, yum yum! Ice Cream, yum! Gewürdigt wird oder eine Rose, die mit einem repetitiven und... Wer hätte gedacht, dass wir mal in so einer Welt sind? Ich hätte das wirklich nicht gedacht, sage ich dir ehrlich. Und es ging für mich jetzt persönlich, ging das so schnell. Diese Entwicklung ging für mich so schnell. Wir Menschen sind voll schnell kaputt gegangen. Also in den letzten 10 Jahren, wenn du so die Entwicklung von der Menschheit, also ich kann jetzt nur, ja, das beurteilen, was ich so sehe, aber...
wir sind voll weit weg vom Menschsein gekommen, irgendwie, meiner Meinung nach. Weißt du, was ich meine? Yes, strong woman. Yes, strong woman. Das sind irgendwelche programmierten NPCs, Digga. Roboter. Yes, strong woman. Beantwortet wird. Der Streamer oder öfter die Streamerin, machen wir uns nichts vor, macht sich zur willenlosen Puppe, an dessen finanziell lukrativen Fäden geführt ein von jungen und einsamen Männern gesteuerter, unwürdiger, dystopischer Tanz, der über Stunden dauert, zur kurzweiligen Befriedigung der Dopaminsucht aufgeführt wird. Was befriedigt dich aber daran? Also weißt du, wie ich meine? Was befriedigt einen Menschen daran, sich sowas anzugucken? Ich verstehe das, ich steig da nicht hinter. Wie empowernd das doch alles ist. You go, girl. Warum habe ich ein schlechtes Bauchgefühl bei der Sache? Warum? Nun. Bro, weil das ist ja. Es ist die perfekte beidseitige Ausbeutungsdynamik. Der eine lässt sich willenlos wie ein Objekt steuern und der andere hat das Gefühl, dass ein attraktiver Mensch einem willenlos gehorcht. Eine parasoziale, ego-aufwertende Kontrollillusion. Ja, Menschen müssen ins Real Life, ja. Ich sag euch ganz ehrlich, die Menschen müssen wieder zurück ins Real Life. Das ist der Key. Also das könnte uns helfen. So, man muss mehr im echten Leben stattfinden. Das kann ich nur jedem von euch sagen. Hier gibt es bestimmt auch den einen oder anderen bei YouTube oder auch im Stream, der sehr viel Bildschirmzeit hat und der sehr viel Zeit vor dem PC und dem Laptop und dem Handy verbringt. So, versucht euch selbst zu disziplinieren. Versucht euch da selbst irgendwie rauszuholen. Weißt du? Es fällt vielleicht am Anfang nicht einfach, aber macht Step by Step. Verbringt immer mehr Zeit im Real Life, draußen in der Natur, mit eurer Familie und diesen ganzen Sachen. Vertraut mir, wir müssen uns bewusst davon distanzieren. Die über den Kontrollverlust in der wirklichen Welt hinwegtäuscht. Ein Grund für den Erfolg des Ganzen in meinen Augen, ich meine, wir sind bei tausenden Live-Zuschauern, ist die Gewissheit, gerade für einen jungen, einsamen Mann, eine Frau durch Geld dazu bewegt zu haben, eine Reaktion auf ihn zu zeigen. Das siehst du, wie miserabel die Gesellschaft geworden ist, auch vor allen Dingen Männer, Dicker. Und wenn du zu Hause sitzt und dich dadurch befriedigen lässt, dass du mit Geldspenden irgendwelche anderen Frauen steuern kannst, dann heißt es für mich, dass du ein Loser bist, Bro. Fuck. Geh zum Sport, geh trainieren. Geh raus, leb deinen Traum. Versuch was zu bewegen. Das steckt in uns allen drin. Ich rede jetzt gerade auch für Männer so. Jeder von uns hat eine Aufgabe so. Wir müssen was bewegen. Das ist das, was wir tun sollen. Uns reproduzieren. Weißt du, wie ich meine? Irgendwas dalassen, was aufbauen. Was kreieren, Digi. So. Hört auf, Pornos zu gucken. Steckt eure Energie da rein, was aufzubauen, was zu kreieren, was Schönes dazulassen, Digi. The fuck? Auch wenn diese nicht emotional wichtig für die Dame, die streamt, ist. Es ist die Gewissheit, diese eine halbe Sekunde eine Reaktion einer attraktiven Person entgegengebracht zu bekommen. Diesen kleinen Stoß von Dopamin, der so süchtig machen kann und in seiner Suchtwirkung anderen Dingen in nur wenig nachsteht. Oh my god, thank you so much. You surprised me. You love me. Oh no, 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 Brad, thank you. Oh nö, Digga. Nö, Digga. Das Internet und gerade das Streaming gibt uns die Möglichkeit, parasoziale Beziehungen zu führen. Diese Beziehungen bieten eine Alternative zur persönlichen Interaktion mit dem Umfeld. Warum denn dann den schweren Weg der Sozialisierung auf sich nehmen? Ich bin ohnehin unbeliebt und antisozial und keine Frau würde mich jemals ansehen. Aber diese Streamerin hier, die schreibt meinen Namen sogar auf ihren Körper, wenn ich genug spende. Oder reagiert auf das virtuelle Eis, das ich ihr schicke mit einem Bra, Ice Cream, so good. Bra, Ice Cream, so good. Das ist ja auch, da muss ich ganz klar sagen, so wie es ist, das ist halt auch eine Entwicklung so ein bisschen, weil, da, warte kurz, lass mal kurz weiter gucken. Ja, das ist für mich, das ist, ich finde kaum Worte. Wenn ihr euch damit nicht identifizieren könnt, dann kann ich das verstehen. Gut für euch. Doch glaub mir, es wäre naiv. Problem bei der ganzen Sache ist ja auch, wenn du dich als Typ zum Beispiel hinsetzt und versuchst, Männern beizubringen, dass sie was aus ihrem Leben machen sollen, dass Maskulinität und diese ganzen Sachen wichtig sind, was aufzubauen und so und Männer zu richtigen Männern zu machen, dann bist du ja heutzutage toxisch und wirst bekämpft. Und das ist auch ein Riesenproblem, weißt du? Dass Männer beigebracht kriegen, weak zu sein, schwach zu sein, weißt du? Und wenn einer sagt, seid stark, seid strong, steht für das ein, was ihr fühlt und geht raus in die Welt und habt eure Grenzen und diese ganzen Sachen so, dann wirst du als toxisch dargestellt. So, das ist auch ein Plan, glaube ich, ein bisschen dahinter, so, weißt du? Weil, Digga, heutzutage ist es einfach so, dass wenn du noch für männliche Werte einstehst, dann bist du toxisch, dann wirst du bekämpft und das ist einfach nicht gut. Und das erzieht Menschen dazu, das erzieht gerade Männer dazu, schwach zu sein, Digga. Nicht anzunehmen, dass gerade die, die mit diesen Medien aufwachsen. Aber man darf doch nicht mehr maskulin sein. Ja,
ist so. Es mehr für normal erachten, parasozial zu leben, als wir es tun. Auch bekomme ich ein merkwürdiges Gefühl, wenn ich diese Clips sehe, die ich als durchaus tief beschreiben würde. Das alles wirkt wie ein Erwachsenenprogramm, ohne eines zu sein. Dieser Gehorsam, dieser Wille zu tun, was der Zuschauer, diese infantile Rollenspielerei, alles, solange er zahlt. Der Augenring tragende Zuschauer in seinem dunklen Zimmer, das allein durch den Bildschirm des Smartphones erleuchtet wird. Ich habe den Eindruck, dass es sich hier um eine jugendfreie Pipeline zu nicht mehr jugendfreien Welt des Internets handelt. Und dieser Eindruck bestätigt sich, wenn ich mir die zwei erfolgreichsten Genre-Vorreiterinnen anschaue. Sherry Crush, die ihr hier übrigens seht, findet man nicht nur auf TikTok, wenn ihr versteht, was ich meine. OnlyFans. Genauso auch Latina Queen. Thank you. Und die Galionsfigur Pinky Doll, pinke Puppe, was für ein empowernder Name. Die übrigens ein exklusives Tape verspricht, wenn man sie abonniert. Was für ein Tape es sich hier handelt, das kann sich jetzt hier jeder selbst überlegen. Hier wird es schon im jugendfreien Rahmen anerzogen. Dieses willige und unterwürfige Verhalten des oft männlichen Spendens für die kurzfristige Aufwertung des Egos, das später in erwachseneren Kontexten auf anderen Seiten fortgeführt wird, auf denen dann der Gipfel der belanglosen parasozial gespielten scheinbar exklusiven Intimität erreicht wird. Zum Beispiel in Form der sogenannten Girlfriend Experience, bei der die Dame, die den Content nur für zahlende Fans zur Verfügung stellt, ihr wisst schon, so tut, als wäre sie deine Freundin und dir Nachrichten über den Tag verteilt schreibt, die sie für die aber 100 anderen, die diese Experience bezahlen, einfach kopiert und einfügt oder am Ende des Tages noch nicht mal selbst schreibt, sondern ihr Freund und Mitarbeiter, der sie in ihrer modernen Der erste Weg raus aus dieser Matrix ist, hört auf, Pornos zu gucken. Ich schwör's euch, Freunde, ich bin so dankbar, dass ich selber darauf gekommen bin und für mich selbst gespürt habe, dass es mir als Mann nicht gut tut und dass es mich kaputt macht, wenn ich mir jeden Tag irgendwelche anderen Menschen beim Sex zugucke. Das ist nicht normal. Ich habe das zum Glück irgendwann selbst gespürt, dass es nicht normal ist und dass man damit aufhören muss, wenn man wieder ins echte Mannsein und ins Real Life reinkommen möchte. Hört auf, Pornos zu gucken, Freunde, ohne Scheiß, Digga. Pornos macht dich kaputt. Komplett. Bestimmung unterstützt. Es ist in meinen Augen eine emotionale Ausbeutung derer, die darauf anspringen. Und das sind gerade die, die mit dem echten Leben da draußen nichts anfangen können, denen das Anstreben von größeren, länger und schwerer zu erreichbaren Zielen nicht die gewünschte leicht zu erreichende und kurzlebige Befriedigung verheißt. Böse Stimmen nennen solche Leute ein Simp. Das NPC-Meme. Simps gibt es sehr viele leider. Das ist das, was ich auch meine. Und ich vermute da auch so eine kleine Agenda hinten dran, dass Männer schwach gemacht werden sollen. So. Weil wenn sich 100 Männer zusammentun und sagen nein, dann ist es auf jeden Fall schwer, dagegen anzukommen. Weißt du, was ich meine? So, wenn wir wieder diese Selbstbestimmung reinbekommen, wir wieder sagen so, ey, wir haben unsere Grenzen, wir lassen uns nicht steuern und lenken und wir sagen nicht zu allem Ja und Amen, wir haben unsere Grenzen so. Wenn dann irgendeine Scheiße um die Ecke kommt, dann sagen wir nein, das tun wir nicht und wer sind die, die Revolution anzetteln? Das ist, wenn 100 Männer sich zusammentun und sagen, wir machen da nicht mit, dann ist es schon eine Art Revolution. Das kann für die Regierung gefährlich werden, so weißt du? Und deswegen werden Männer, glaube ich, bewusst schwach gemacht, so. Und wenn du schwache Männer hast, dann hast du keine funktionierenden Familien mehr, dann, Bro, dann ist halt einfach die ganze Gesellschaft mehr oder weniger am Arsch, so. Weil ich glaube wirklich, dass die Gesellschaft maßgeblich davon beeinflusst ist, wie starke Männer du hast in der Gesellschaft, weißt du? Die Gefahren von kollektivistischen Übernehmen und nicht reflektieren der Programmierung kritisieren sollte, ist Wirklichkeit geworden. NPCs machen jetzt Content für NPCs, die ihn mit kleinen Rosen bezahlen. Es ist just chatting, ohne mit großer mentaler Anstrengung auf Sachverhalte angehen zu müssen, sondern ständig dasselbe Geräusch und dieselbe Geste zu machen. Digga, das macht mich kaputt. Diese paar Sekunden, die ich mir reingezogen habe von diesen NPCs, die haben mein Gehirn ein bisschen schwächer gemacht. Ich hoffe, ihr wisst es zu schätzen, meine lieben Freunde. So, das hat mich jetzt gerade ein bisschen schwächer gemacht, ja? Also, nach dem Video muss ich, glaube ich, erstmal ein paar Liegestütze raushauen, ja? Also, Freunde, subt gerne rein. Für jedes Sub mache ich 10 Liegestütze nach dem Video. Gang. I like that.
Bro. Digga, ich wusste, ich hab... Steh kurz vor den Tränen, mein lieben Freund, ja? Digga, ich wusste das gar nicht, dass sowas gibt, ja? Ich schwöre dir, 4000 Leute gucken da gerade zu. Stellt euch mal vor, es gibt Leute, die ziehen sich das den ganzen Tag rein. 2-3 Stunden am Stück und das sind vorwiegend Kids von 10 bis 19 Jahre, die sich sowas reinziehen. Es kocht die Gehirne. Ich wäre weitaus weniger besorgt, wenn ich meinen Nachwuchs mit einem anderen Erzeugnis der Bewegtbildproduktion erwischen würde, als Spender in so einem Stream. Ich muss an der Stelle auch was anmerken. TikTok kommt zwar aus China, jedoch ist das chinesische TikTok ganz anders. Im chinesischen TikTok gibt es nur fundierte Inhalte aus China. Keinerlei Zugang zu den sozial-degenerativen Trends wie den wir heute gesehen haben. Auch wenn ich staatliche Kontrolle im Internet für fatal halte, gerade was die Meinungsfreiheit angeht, müssen wir uns nicht vormachen, dass es gerade aufgrund des NetzDGs auch in unseren Breitengraden ein Phänomen ist. Die beliebten Inhalte... Leon, du solltest lieber sagen Ham, Ham, Ham. Bro. ...unterscheiden sich aber monumental. Im chinesischen TikTok... Ich mache mich gerne über Dinge lustig und spiele die so ein bisschen nach, aber das werde ich nicht tun. Sind die beliebtesten Inhalte Bildungsinhalte? Die Videos sollen dazu beitragen, Fähigkeiten zu verbessern. Es sind Lifestyle-Tipps, Erklärvideos zu verschiedenen allgemeinbildenden Themen. Hier sind 80% der User übrigens auch über 18 Jahre alt. In einem Weltartikel erfahren wir, dass TikTok in China durch die Regierung gesteuert eine Abschaltfunktion für die minderjährigen User hat, die sie vor Überkonsum schützen soll. Das ist halt, man kann von China halten, was man will, ne? Aber ich sag dir, ich habe letztens auch ein paar Videos gesehen, wie die chinesischen Kids teilweise schon zu Maschinen gemacht werden. Nicht nur was intellektuell angeht, sondern auch körperlich so. Also die werden die ganze Welt überrollen, weil die JungsInnen da drüben haben das nicht. Da siehst du ja, die haben diese Zeitsperre drin. Der Content, der in China mostly gezeigt wird, so... Natürlich will keiner von uns in China leben, weil man dann keine Freiheit mehr hat, so. Aber ich sag dir ehrlich, ich glaube, die Gehirne von den Jugendlichen und Kindern aktuell in China sehen deutlich besser aus als die Gehirne von den Kids und Jugendlichen in der westlichen Welt. So. Oder was sagt ihr, Freunde? Die sind wach und fit. Ich schwör's dir. Mal 40 Minuten können sie die App nutzen, während die durchschnittliche Screentime der nicht-chinesischen User bei 93 Minuten pro Tag liegt. Und das ist der Durchschnitt. Zusätzlich zu der mental degenerierten Art des Contents, den jungen Menschen hier sehen, ist allein schon diese Screentime etwas, was einen mehr oder weniger zu einem Zombie macht. Der Trend, über den wir heute reden, ist Teil eines größeren Phänomens, das sich die primitivsten inneren Schwächen unseres Gehirns zunutze macht. Die Sucht nach Amin. Ja. Die Plattformen spielen damit. Was gibt's? Es gibt doch, ich habe gehört, es gibt dieses kurzfristige Dopamin und dann gibt's, ich glaube, Serotonin heißt es, was du ausschüttest, wenn du langfristig Erfolg hast, wenn du dir irgendwas aufbaust, also wenn du dir irgendeine Aufgabe nimmst und die umsetzt langfristig, dann schüttet es das aus und es bleibt dann auch länger so, weißt du? Man muss sich selbst disziplinieren heutzutage, meine lieben Freunde. Und ich mache das auch und ich habe das auch gemacht. Ich habe auch angefangen, mit Pornos nicht mehr reinzuziehen. Dann habe ich angefangen, mir auch gewisse Musik, die mir diese Dopaminausstöße gibt, nicht mehr reinzuziehen, sondern eher so ein bisschen ruhigere Sachen, die mich mehr ruhig machen, anstatt dass die mich so hektisch und aktiv machen. So. Und es gibt noch ganz viele andere Sachen. Und man muss sich da selbst anfangen zu disziplinieren. Ich habe zum Beispiel auch eigentlich fast auch mein ganzes Leben lang, so wie Pornos gucken, habe ich mir immer Süßigkeiten reingezogen. Ich habe mir immer abends ein paar Süßigkeiten reingezogen, auch wenn es nicht viel war und das jetzt keinen Effekt auf mich und meinen Körper hatte, so weiß ich, dass das auch eine Art Sucht war. Und ich fange gerade an, diese Sachen immer mehr aus meinem Leben einfach rauszustreichen, weil ich disziplinierter sein will und weil ich das Gefühl habe, das tut mir nicht gut. Dieser kurze Boost, dass man sich gut fühlt, weißt du, das muss man disziplinieren. Und nutzen sie, um uns zu kontrollieren, immer weiter zu scrollen, immer noch ein Video zu sehen, immer noch eine weitere Eiscreme zu spenden. Thank you for the blessing. No. Y'all, please just stop, because thank you for the wait. We trying to get him some help. Please, just don't keep entertaining. Thank you for the blessing. Don't entertain this madness. We trying to truly help our son. Yeah. Thank you for the cap off. No, listen to us. He's talking to you, Tish. Wir beklagen im Westen und auch in Deutschland ein Bruch des schulischen Niveaus bei Sprachen und bei Mathematik.
katastrophal, während China die anderen OECD-Staaten im PISA-Test im Staub zurücklässt. Ein durchschnittlicher Schüler ist heute auf dem Niveau, auf dem man vor 25 Jahren noch als extrem leistungsschwach galt. Nicht umsonst verbieten gerade die Leute, die in diesem Geschäftsbereich arbeiten, auch Zuckerberg übrigens, ihren Kindern die Nutzung dieser Plattform. Ja, weil die ganz genau wissen, wie das die Kids kaputt macht, so. Für 30.000 im Monat werde ich auch zum NPC. Ja, das ist nämlich das Problem in unserer Gesellschaft, dass Leute für Geld alles machen würden. Die würden ihre eigene Mutter verkaufen für Geld. Ja, für 30.000 Euro mache ich, oder für eine Million würde ich mich auch in den Arsch ficken lassen. Warum nicht, Digi? Für eine Bratwurst gebe ich mir auch ein soziales Experiment, ein medizinisches Experiment in den Arm rein. Wenn ich eine Bratwurst bekomme, Digga, passt das doch, Digga. Weißt du, wie ich meine? Das ist das, Bro, das darfst du nicht sagen. So darfst du was gar nicht aussprechen. Für 30.000 werde ich auch zum NPC. Bro, dann bist du schon ein NPC, wenn du sowas sagst. Ethik, Moral, diese Sachen stehen über Geld. Ich weiß, viele haben das vergessen, aber es ist so. Weil sie wissen, was es mit ihnen macht. Es kocht ihre Gehirne. Tell him, tell your dad. Thank you for the galaxy, oh my gosh! Woo! Ich persönlich denke oft über Folgendes nach. Warum gibt es eigentlich keine Gesundheitshinweise, keine breiten von den Regierungen gepushten Aufklärungskampagnen? Weil die nicht wollen, dass wir bewusst werden. Die feiern das gerade brutal, dass sowas abgeht so. Die sagen, geil, Alter, die Kids und die ganzen Jugendlichen werden alle in Zukunft NPCs werden. Die werden so leicht zu steuern sein, so programmierbar mit der Hand, da brauchst du gar nichts mehr. Du brauchst sie nicht mal richtig so zu beeinflussen. Die sind schon NPCs. Das wird so einfach sein, bei denen ein Programm reinzuhauen. Easy. Die schädlichen Folgen für das Sprach-, Bildungs- und allgemeine kognitive Niveau der jungen Menschen, die mit diesen Plattformen... Serious Ken sagt, Ethik und Moral schön und gut, aber eine Bratwurst ist eine Bratwurst. und ihren destruktiven Trends aufwachsen. Ja. Menschen, die fast 4 Stunden pro Tag auf diesen Plattformen verbringen. Warum greifen Regierungen nicht ein in eine mediale Dystopie, die aus Fabriken besteht, die eine pathologische Dauerablenkung als Produkt bei den Menschen erzeugen? Nun, weil es ein Win-Win ist. Es spielt Milliarden über Milliarden ein, über die Steuer auch für den Staat, und gleichzeitig erzeugt es Generation über Generation an Menschen, die nicht fähig sind, sich versiert zu artikulieren, sich nicht konzentrieren können, um tiefere Sachverhalte in Politik und Gesellschaft zu begreifen und diese zu hinterfragen, um sie dann auch final für falsch... Unbewusste Menschen. ...zu erachten. Selbst wenn einige Menschen kognitiv noch begreifen können, was passiert, haben diese dann wiederum aber eine kleinere, wenn nicht gar keine Chance, langfristig Strukturen des Widerstandes gegen was auch immer auch... Überleg mal jetzt schon, wie schwer das war, in der Corona-Zeit zum Beispiel deine eigene Meinung zu äußern, wenn deine Meinung nicht mit dem aktuellen Narrativ einhergeht, wie schwer es schon war, dich zu äußern, weil so viele NPCs in der Gesellschaft rumspringen, so, weißt du? Jetzt stell dir mal vor, das werden noch mehr. Und dann bist du einer von... Dann bist du einer, der versucht sich, Bro, die killen dich. zu organisieren. Zu selten werden die Individuen werden, die sich von komplexen Gedanken fesseln lassen, die sie von der virtuellen Welt der kurzfristigen Affektbefriedigung ablenken. Das gesellschaftliche Produkt, das TikTok und seinesgleichen liefert, ist nicht der Content. Es ist der Mensch, den der Content erzeugt. Es ist die Schöpfung des perfekten NPCs, der nicht mal den Willen entwickeln kann, aufzugebaren, weil er nicht kann, weil er nicht will, weil ihn nichts mehr bewegt, als der kurze, milliardenfach wiederholte Reiz durch das NPC-Girl, das auf ihn antwortet. Ice Cream, Yum Yum. Hör auf. Blend das nicht so oft ein. Ein bisschen Dystopie schadet nie und f*** PC. Ja, du hast mich gefickt jetzt mit dem Video. Clownswelt schafft es aber immer wieder, ne? Mich emotional und auch dicker. Der lockt mich immer wieder aus der Reserve mit seinen Videos, weil er halt wirklich Dinge aufzeigt, die so verstörend sind, dass man kaum noch klarkommt als normaler Mensch. Ich kann das kaum glauben, dass sowas wirklich passiert. Ich wusste das nicht. Ich muss sagen, ich feiere den Bruder auf jeden Fall. Clownswelt, falls du das mal irgendwann siehst, Liebe geht raus an dich, mein Jutster. YouTube, eure Gedanken dazu unten in die Kommentare, wie immer. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Kommentare, meine lieben Freunde. Das sage ich euch so, wie es ist, ne? Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wir sehen uns im nächsten Video. Be unique. Dabei ist alles. I like that. Bald dabei ist alles, weil wir sind ja schon dabei. Peace out.
Okay, Freunde, Alter, soll ich jetzt, ich bin jetzt schon am Schwitzen, weil ich gerade Tee trinke, ne? Und jetzt muss ich noch 200, wie viel? 220 Liegestütze. Wir sind out of control, Sommernacht heute am Block und wir hasseln uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Das Eis im Tequila ist cold, überleg noch ein Pack vom Dealer zu holen. Bin verliebt in ihre Details bis zum Fuß. Für ne Family mit dir mach ich Fuß bis zum Tod. Kokain und Strand, ich frag mich, was es weiße. War nicht um mich rum, es ist nicht einfach. Du fragst dich ja, warum der Nigga nicht Bescheid sagt. Hab dir doch gesagt, dass du für den Shit nicht bereit.